Wir lösen hier diese Ungleichung ersten Grades mit einer unbekannten x und beginnen damit, beide Seiten dieser Ungleichheit zu multiplizieren mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, das heißt mit 6. Wir multiplizieren beidseitig mit 6 und da 6 positiv ist, können wir dieses Zeichen so lassen. Wenn wir hier mit 6 multiplizieren, dann wird die 6 sich mit der 3 kürzen, das ergibt dann 2 und diese 2 wird auf diese Differenz verteilt und das gibt dann also 2 minus 4x. So, hier multiplizieren wir mit 6, minus 2 mal 6 macht minus 12 und wenn wir hier mit 6 multiplizieren, dann kürzt diese 6 sich mit der 2 weg und dann bleibt noch 3. Diese 3 wird auf diese Differenz verteilt, was sofort zu 3x minus 3 führt. Jetzt setzen wir alle x-Terme nach links vom Ungleichungszeichen und die anderen nach rechts. Links haben wir dann minus 4x minus 3x, also minus 7x. Und rechts haben wir minus 3 minus 2 plus 12, also 7. Jetzt brauchen wir nur noch durch diese Zahl minus 7 zu teilen. Aber Vorsicht, wenn man eine Ungleichheit durch eine negative Zahl teilt, dann muss man das Symbol der Ungleichheit umdrehen. Vorsicht, Vorsicht. Und 7 geteilt durch minus 7, das macht minus 1. Um jetzt noch die Lösungsmenge zu schreiben, kann man sich dieser Zeichnung bedienen. Hier ist der nach rechts orientierte Zahlenstrahl. Also irgendwo ganz links ist minus unendlich, irgendwo ganz rechts ist plus unendlich. Die Zahl minus 1 hat irgendwo ihren Platz. Wir zeichnen sie sofort in grün. Grün, weil x darf ja gleich minus 1 sein. Und alle anderen möglichen x-Werte sind größer als minus 1, also hier rechts von minus 1. Deshalb zeichnen wir alle Zahlen rechts von minus 1 in grün und die links von minus 1 in rot. Und die Lösungsmenge ist hier abzulesen. Es ist die grüne Menge, die von links nach rechts gelesen wird. Also, sie beginnt bei minus 1. Minus 1 ist aber eingeschlossen, weil minus 1 ja Lösung der Ungleichung ist. Und dann geht's weiter bis plus unendlich. Plus unendlich wird ausgeschlossen. Eine Unendlichkeit kann man nicht einschließen, denn man kann sie ja nie erreichen. Und somit ist diese Übung schon beendet.